Hallo, hallo, hier ist Marvel 1972 von MFG. Heute unterwegs im WZ-111 5A, chinesischer schwerer Panzer, auf Minen. Und das hier ist ein Beispiel, wie man es nicht machen soll. Ich schreibe hier noch Fast as you can Hill, weil dieser Hügel hier vorne rechts vor mir ist das Allerwichtigste auf dieser Map. Der WZ-121 hat es begriffen und ich habe es begriffen. So, ich baller dem Vickers jetzt hier eine. Und dann gucken wir uns schon mal an, was unser Team macht. Sehen wir das hier hinten? So. Wir haben also. Ja, ich mache mal ein bisschen weiter, dass ich aus dem Zoom rausgehe. So, jetzt ist das besser. Also, wir haben da 1, 2, 3, 4 Panzer auf der rechten Seite. So, unser WZ-121 hat schon richtig was abgekriegt. Und das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. So, jetzt gucken wir uns nochmal das Backup an. Also, wir haben hier hinten einen Leopard, der ist auch schon gespottet. Und ja, okay, weiter geht's. Also kein Backup, vier Leute auf der rechten Seite und der Gegner kann hier oben machen, was er will. Ich tracke den hier völlig unnötig, weil ich wusste das zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass wir kein Backup haben. Und auch das können wir uns noch mal ganz kurz angucken hier. Wir haben eine Grille. Und ein Kinderwerfer. So, also zwei fette TDs, die einfach nicht da stehen, wo sie hingehören. So. Und ich habe keine Ahnung, wir können dann hinterher nochmal gucken, wie viele Gefechte die haben oder so. Aber ich glaube, man hat schon nach dem ungefähr 2000. Gefecht insgesamt begriffen, dass auf dieser Karte hier man nur gewinnen kann, wenn man den Hügel kontrolliert. Ja, ich fahre jetzt hier super passiv rum. Ja, und der Leopard, der Alpha kann jetzt schon immer rüber pieken. Da unsere rechte Seite, die haben überhaupt gar keine Gegenwehr da drüben und kriegen es trotzdem nicht geschissen. Ja, warum nicht? Weil der Light, der da oben drauf ist, auf dem Hügel, alles spottet. So, der Gegner weiß, aus 6 Kilometer Entfernung kann er da drüben drauf schießen. Besser hätte der WZ-121 da auch nicht sterben können. Die Kanone ist genau im Weg zum Schießen. Ja, schiebt ihn weg. Kriegt schön einen vom Alpha. So, und ich habe eben jetzt mal durchgezählt. Es ist kein Gegner da. Wir können auf den Alpha drauf und uns den jetzt schnappen. So. Wir sind nämlich alle rechts. Wo der Schuss hin ist, weiß ich nicht. Okay, so, das hat jetzt geklappt. Wir kriegen jetzt die Kontrolle über den Hügel zurück. Das ist der Fehler des Gegners. Und das ist mein Fehler. Es ist keine Bodenwelle zu sehen und trotzdem geht meine Kanone so dolle hoch. Ganz toll modelliert worden. 623, das ist natürlich auch übel. So, ich habe für den Vickers eine HE drin. Und der kommt jetzt erstmal vom Hügel runter. Also mit dem ist jetzt Schluss.
Dann lasse ich mir auch gerne eine schnürgeln von dem. Ja. Lucky day for you, Vickers. Ich hätte eine HE reinsenden sollen. Ich habe nicht schnell genug geschaltet hier in dem Moment. War ein Fehler von mir. Jetzt muss erstmal der Vickers endgültig weg. Ich hätte mir vom VK auch noch einen Schuss nehmen können. Wäre auch kein Problem gewesen. Weiß auch nicht, warum der Leopard nicht seinen Motor mal benutzt und mal an so einen Panzer ranfährt. Aber na gut. Ja, und dann das Ganze noch mit Hängen und Würgen gedreht. Und hier nochmal unser Team. Wir haben WZ-1-2-1 und einen Leopard PTR gehabt. Wären die beiden am Anfang, der Leopard wäre auch schneller gewesen, auf den Hügel gefahren, dann hätte der Leopard mit HE, den Vickers, einfach sprengen können. So, dann hätte uns der Hügel gehört und wir hätten all die Probleme nicht gehabt. So, hinten hätten die TDs stehen können, die Grille und der Kinderwerfer, und hätten ohne Ende auf den Alpha oder was da sonst noch alles hochgepiekt ist, mal jeweils einen Schuss versenken können. Das wäre eine 1000er Schelle am Start schon gewesen vom Kinderwerfer und eine 700er ungefähr von der Grille. So, dann wäre schon 1700 Hitpoints am Start vom Gegner weg gewesen und der Vickers. Und wir hätten ganz entspannt das Spiel runterspielen können. Weil dann wäre auch überhaupt kein gefährlicher Panzer mehr da gewesen mit Gun Depression oder so. M103 oder so kann ich easy durch den Turm durchschießen und alles ist gut. Aber nein, wollte keiner. Dann war es etwas schwieriger.